Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla, nachhaltiges Zubehör für euer Fahrzeug, wie zum Beispiel die TubiFair Be Gummimatten, die Schutzblenden, Jackpads, Performance-Pedale, den DC-Schutz oder auch die Organizer-Box. 10% Rabatt bekommt ihr mit dem Code TESLAWELT, Link gibt's unten in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla Welt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir reden über Tesla News. Heute geht es mal um die Gesundheit von Elon Musk. Dann gibt es Neuigkeiten zum Deal mit der Firma Herz. Und wir reden natürlich über die Einladung für den Tesla Investorentag, der am 1. März stattfindet. Elon Musk befindet sich im Moment in der Production Hell Nummer 2. Das Wall Street Journal hat einen neuen Artikel über Elon Musk veröffentlicht, in dem es um seinen Gesundheitszustand und um sein Arbeitspensum geht. Anlass dazu war ein Tweet von Elon, er sagte darin, die letzten drei Monate waren extrem hart, da ich Twitter vor dem Bankrott retten und gleichzeitig wichtige Aufgaben für Tesla und SpaceX erfüllen musste. Diese Schmerzen wünsche ich niemanden. Twitter steht immer noch vor Herausforderungen, ist aber auf einem Weg zum Break Even, wenn wir dranbleiben. Wir wissen die öffentliche Unterstützung sehr zu schätzen. Ja, und jemand fragte ihm im Anschluss daran, ist das denn schlimmer als 2008 die sogenannte Production Hell? Das war der Zeitpunkt, zu dem Tesla versuchte, das Model 3 in die Massenproduktion zu führen. Und Elon, der antwortete nur mit ähnlich. Ja, und einige dieser Hinweise darauf, dass Elon Musk schon ganz schön unter der aktuellen Situation leidet, die greift dieser Artikel des Wall Street Journals auf. Sie zitieren Elon zum Beispiel mit den Worten, dass er zurzeit größere Schlafprobleme habe und dass er überhaupt auch immer weiterhin Schmerzen in seinem Rücken hat. Und es ist sicherlich klar, dass Elon mit dem Kauf von Twitter hier sich nochmal einiges selbst eingebrockt hat, was Arbeitsaufwand angeht. Er sagte ja selbst, dass er die Arbeitszeit von davor einer 80-Stunden-Woche auf ungefähr jetzt eine 120-Stunden-Woche ausgeweitet hat. Und es gibt schon einige Tweets von ihm, die ein bisschen in die Richtung gehen und darauf hindeuten, dass er hier einiges zurzeit Aushalten muss. Er schrieb zum Beispiel, ich gehe schlafen, ich wache auf, ich arbeite, ich gehe schlafen, ich wache auf, ich arbeite und das sieben Tage die Woche. Ich werde das eine Zeit lang tun müssen, ich habe gar keine Wahl. Aber ich denke, wenn Twitter erst einmal auf dem richtigen Weg ist, dann ist es viel einfacher zu managen als zum Beispiel SpaceX oder Tesla. Auch das hat er immer wieder gesagt, Twitter sei sehr viel weniger komplex. Die Probleme sind viel geringer und wenn er das Ganze mal auf den richtigen Weg gebracht hat, dann sieht er da zumindest ein Licht am Ende des Tunnels. Und das ist sehr wichtig, denn Elon ist 51 und so ein Arbeitspensum, das kann einfach niemand aushalten auf Dauer. Jemand anderes, der zitierte diesen Tweet von ihm und schrieb dann bitte sei vorsichtig und pass auf dich auf, die Welt braucht dich Elon und er antwortete interessante Weise mit einem relativ negativen Tweet und sagte nur, ich mache mir auch Sorgen um mich selbst. Und er setzte dann noch ein trauriges Smiley-Face dahinter. Ich hoffe, er tut es dann auch wirklich und kümmert sich um sich selbst. Denn auf Dauer kann das eben nicht gut gehen. Nun ist Elon aber auch bekannt dafür, dass er sich da oft immer ganz hinten anstellt. Und dann für sich einfach definiert, dass er gar keine andere Wahl hat, als das jetzt durchzuziehen. Dementsprechend kann man nur für ihn hoffen, dass Elon Twitter hier bald schon auf gute Schienen setzen kann. Im Moment schaut das ja zumindest ganz gut aus. Zumindest sind seine Aussagen dazu immer recht positiv. Kommen wir mal zu einem neuen Bericht in Bezug auf die Firma Herz. Die Firma Herz hatte ja vor einiger Zeit angekündigt, 100.000 Tesla-Fahrzeuge und mehr in ihre Flotte aufzunehmen. Und das sollte eigentlich bis Ende 22 erfolgen. Und hierzu gibt es jetzt neue Zahlen. Hier ein Bericht von Yahoo.com, die schrieben, in einem Jahresbericht vom Dienstag gab Herz an, dass seine Vermietungsflotte in Nordamerika und Südamerika im vergangenen Jahr einen Höchststand von 428.700 Fahrzeugen erreichte. Und dass Tesla-Fahrzeuge 11% dieser Flotte ausmachten. Das ist schon sehr interessant. Hier also mal eine konkrete Zahl aus dem Geschäftsbericht von Hertz. Und das bedeutet eben auch, dass Herz weniger als 50.000 Teslas in seiner Flotte hat, was dann weniger als die Hälfte ist von diesen ursprünglich angekündigten 100.000 Stück bis Ende 22. Das ist schon interessant, hier mal konkrete Zahlen zu bekommen. In dem Artikel stand, der erste Risikofaktor, den das Unternehmen in Bezug auf seine Elektroauto-Initiativen nennt, ist, dass die Strategie von der Fähigkeit abhängt, eine angemessene Fahrzeugversorgung innerhalb des von uns und unseren Kunden erwarteten Zeitrahmens sicherzustellen. Das klingt so ein bisschen so, als hätten sie nicht genügend Fahrzeuge bekommen. Oder interpretiert ihr da draußen das anders? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ein weiterer Faktor, so geht der Artikel weiter, der eine Rolle gespielt haben könnte, ist, Tesla hat im vergangenen Jahr mehrfach die Preise erhöht, und zwar ganz massiv, was die Anschaffung von Autos teurer gemacht haben könnte als von Herz erwartet. Ja, und ich glaube, das ist durchaus ein sehr valider Punkt. Die Fahrzeugpreise bei Tesla sind ja massiv gestiegen und die Verfügbarkeit, die rückte immer weiter in die Ferne. Es könnte also gut sein, dass Herz hier erstmal ein bisschen abwarten wollte. Inzwischen hat Tesla die Preise massiv gesenkt. Die Verfügbarkeit ist auch wieder gegeben. Dementsprechend bleibt es zu beobachten, wie sich hier die Flotte von Herz weiterentwickelt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie hier jetzt schnell zuschlagen. Tesla hebt bereits die Preise, zumindest beim Model Y, nach und nach wieder an. Es wäre daher eigentlich also im Interesse von Herz hier große Bestellungen zu tätigen. Tesla hat auch die Kapazitäten bei sich selbst derart erhöht, dass Herz vielleicht relativ schnell die Fahrzeuge dann auch bekommen könnte. Eine angemessene Fahrzeugversorgung für die Kunden von Herz wäre also jetzt gegeben. Sobald es hierzu was Neues gibt, werde ich euch selbstverständlich informieren und wer sich vielleicht für diesen Herz-Deal etwas näher interessiert, dem Verlinke ich hier nochmal das entsprechende Video dazu. Das ist nämlich eine sehr interessante Geschichte. Schaut da gerne nochmal rein. Kommen wir mal zu einer großen Neuigkeit. Und zwar hat Tesla die Einladungen für den Investorentag am 1. März verschickt beziehungsweise sie haben angefangen, die Einladungen zu verschicken. Wie kann man denn überhaupt an so eine Einladung kommen? Es gibt hier eine Plattform von Tesla extra für Tesla Anleger. Auch hierzu findet ihr den Link unten in der Beschreibung. Dort kann man sich anmelden und sich als Tesla Anleger verifizieren lassen. Tesla überprüft dann den Anlegerstatus des Kontos und die Eintrittskarten für Veranstaltungen wie den Investorentag, die werden dann von Tesla verlost. Jeder Anleger hat also eine Chance hier dabei sein zu können. Die Frage ist, ob das auch alle in Europa hier können, denn diese Verifizierung läuft auch über die Plattform Say.com und die haben nicht alle Banken und Broker in Europa auf dem Schirm. Meine Anmeldung, die hängt da weiterhin zum Beispiel, da steht nur, Ihre Verifizierungsanfrage ist bei uns eingegangen, mehr ist da seit Monaten nicht passiert leider. Dementsprechend bin ich wahrscheinlich bei dieser Verlosung auch nicht dabei. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wie es euch damit geht und ob ihr vielleicht mehr Glück habt. Interessant an dieser Einladung ist, dass Tesla hier ein neues Teaserfoto veröffentlicht hat. Der Hintergrund, und das macht Tesla sehr gerne, das kennen wir schon vom Battery Day zum Beispiel, weist auf irgendein neues Produkt hin. Und die große Frage ist natürlich, was ist das hier, was wir hier sehen? Es schaut aus wie eine Gitterstruktur, vielleicht habt ihr ja eine gute Theorie dazu, dann schreibt das unten in die Kommentare rein. Mir ist da auf den ersten Blick eigentlich nichts Vernünftiges zu eingefallen. Ja, und das Interessante ist, dass Elon jetzt einen Tweet veröffentlicht hat, der in Bezug auf diese Einladung für den Investorentag steht. Er twitterte, der Masterplan Teil 3, der Weg zu einer vollständig nachhaltigen Energiezukunft für die Erde wird am 1. März vorgestellt. Nicht mehr und nicht weniger. Die Zukunft ist rosig, schrieb er dann noch. Ja, ein super Teaser von Elon Musk zum Investorentag. Was ist denn bitte der Masterplan Part 3? Diejenigen unter euch, die Tesla verfolgen, die wissen, es gibt einen Masterplan Teil 1 und einen Teil 2, den Elon bereits vor Jahren veröffentlicht hat und wo genau drin steht, was Tesla so plant in den nächsten Jahren. Und bisher muss man sagen, hat Tesla auch fast alles darin umgesetzt. Der Masterplan Teil 1 wurde vollständig erfüllt, beim Teil 2, da fehlen noch der ein oder andere Punkt. Aber weitgehend hat Tesla das alles umgesetzt. Und Elon hat vor ungefähr knapp einem Jahr angefangen, über den Masterplan Teil 3 zu twittern. Er schrieb dazu Ende März 22, dass er an dem Masterplan Teil 3 arbeite. Und obwohl es mir schon sehr viel länger vorkommt, ist es also noch kein Jahr her, dass Elon angefangen hat, darüber zu sprechen. Und jetzt liefert er das Ganze am 1. März ab. Er hat uns ja schon öfters im Vorfeld gesagt, dass es bei dem Masterplan Teil 3 um die Skalierung der Energiewende geht. Um die vollständig nachhaltige Energiezukunft genauso wie er es jetzt in seinem Tweet schreibt. Hier geht es also vor allem um Dinge wie die Batteriezellproduktion, die Tesla ja massiv selber weiter ausbauen möchte. Hierzu hat Tesla und Elon unglaubliche Ziele angekündigt. Mittelfristig will Tesla zum Beispiel allein in den USA bis zu 1000 Gigawattstunden Batteriezelloutput jährlich haben. Langfristig sprach Elon, wenn man ihm genau zugehört hat, bei der Präsentation in Nevada letztens, übrigens von 2000 bis vielleicht sogar 3000 Gigawattstunden jährlichen Output. Und das ist nur die Produktion bei Tesla. Hier geht es nicht um die Produktion, die Tesla von anderen Zulieferern in Zukunft auch weiter kaufen wird. Ja, und mit 1000 Gigawattstunden, da kann eigentlich kein Mensch so richtig was anfangen. Wie viel ist das denn eigentlich? Und da muss man vielleicht ein bisschen in der Historie zurückgehen. Ich habe das hier auch schon öfters gesagt. 2014 zum Beispiel, als Tesla anfing, die Gigafactory 1 in Nevada zu planen. Da war das ursprüngliche Ziel für diese Fabrik 35 Gigawattstunden Output pro Jahr. Und das entsprach der gesamten weltweiten Zellproduktion für alle Lithium-Ionen-Batterien zusammengenommen. Für Laptops, für Handys, alles war damit dabei. Tesla hat also mit dieser ersten 35 Gigawattstunden-Fabrik den Output an Batteriezellen weltweit verdoppeln wollen. Und jetzt reden wir hier nicht mehr von 35, sondern von 1000 oder 2000 oder 3000. Ich glaube, das macht das ein bisschen deutlich, wie krass die Pläne von Tesla hier sind und was hier in Zukunft auf uns zukommt. Und diese Batteriezellen, die sind nicht nur für die Autos gedacht, sondern es geht eben zum Beispiel auch um Batteriespeicher. Tesla hat gerade seine erste Mega Factory installiert. In dieser wird das Tesla Megapack hergestellt. Der Energiebereich bei Tesla, der ist heute noch miniskül, hätte ich fast gesagt auf Französisch. Der ist also noch winzig klein im Vergleich zum Automotive-Sektor bei Tesla. Und mit dieser Mega-Factory will Tesla anfangen, dies zu ändern. Die soll bis zu 40 Gigawattstunden Output an Megapacks jährlich liefern und ist ein erster Meilenstein in der Skalierung der Batteriespeicher bei Tesla. Und natürlich wird es bei dem Masterplan Teil 3 auch um die Skalierung der Batteriespeicher gehen, da bin ich mir sicher. Jetzt können wir aber mal weiter uns Gedanken machen und uns überlegen, was braucht man denn, um zu einer vollständig nachhaltigen Energiezukunft für den Planeten Erde zu gelangen. Und da fallen mir noch ein paar andere Dinge ein. Natürlich gibt es die integrierte häusliche Energieerzeugung durch Photovoltaik zum Beispiel. Das macht Tesla ja bereits. Dann gibt es die Speicherungen vor Ort. Auch das deckt Tesla ab und wir könnten uns vorstellen, dass vielleicht an dem Investorentag eine neue Powerwall vorgestellt wird. Auf die Powerwall 3 warte ich persönlich schon lange. Das wird also sicher hoch spannend. Dann gibt es aber noch einen ganz wichtigen Part, der auch noch erfüllt werden muss. Und das ist das Thema Heizung. Denn die Heizung für unsere Häuser und unsere Wohnungen, die muss in Zukunft elektrisch werden. Und dazu haben wir von Tesla bisher noch keine Produkte. Zumindest noch keine für den Hausgebrauch. Ich rede hier von Wärmepumpen. Die gibt es natürlich in Tesla-Fahrzeugen und Tesla ist regelrecht ein Spezialist dafür geworden. Bisher hatten sie aber keine Kapazitäten, das auch fürs Haus zu bauen und haben das auch ganz klar gesagt. Langfristig denke ich, macht das aber total Sinn, dass Tesla hier ein voll integriertes Produkt von der Produktion über Photovoltaik, über die Speicherung in der Powerwall zum Beispiel, bis hin dann zur Klimatisierung des Hauses anbietet. Alles integriert in eine Tesla-App natürlich mit der Möglichkeit, an virtuellen Kraftwerken teilzunehmen und die Energie auch noch zu exportieren. Und dann kommt natürlich noch das Thema Elektroautos obendrauf. Die sind ein wichtiger Bestandteil und ein Baustein dafür. Und hier geht es dann auch wieder um Themen wie Vehicle to Grid. Das heißt also, dass man vielleicht sein Auto dazu benutzen kann, das Stromnetz zu entlasten oder vielleicht auch sein Haus zu betreiben. All das sind mögliche Themen und es wird super, super spannend. Ich bin wirklich gespannt auf diese Entwicklung. Elon, der sprach ja im Earnings Call davon, dass Tesla viele aufregende Produkte in seiner Pipeline hat und dass das ein oder andere darunter vielleicht die Leute da draußen überraschen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wir am 1. März so eine Überraschung erleben könnten und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nochmal euer Feedback schreibt, dass ihr denkt, was Tesla am 1. März alles hier in petto hat für uns. Lasst uns darüber diskutieren, unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen. Falls dieses Video für euch interessant war, dann lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Darüber würde ich mich freuen. Ansonsten sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht das ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Wenn ihr Tesla Zubehör braucht und den Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla vorbei. Link gibt's unten in der Beschreibung. Mit dem Code TeslaWelt bekommt ihr 10% Rabatt auf die Produkte. Und natürlich wurde diese Sendung auch nach wie vor freundlicherweise vom dem Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Das Podcast Mastering kommt wie immer vom Daniel.